Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Wir sind hier im Leviathan DLC. Verpiss dich, Banshee, oh Gott. Au! Komm her. Ja, ich suche noch die Fresse. Ich hau dir auf die Fresse, komm. Oh Gott. Hallo, ziemlich so viel Leben ab. Willst du mich verarschen? Ich hasse Damage Overtime. Ja. Gut, für den letzten Part ja ein bisschen überzogen. Ich habe ausnahmsweise mal wieder einen Fisch gemacht. Das ist im Mass Effect irgendwie richtig leicht, weil da achte ich halt nicht drauf, wie lange ich gerade schon aufnehme, weil ich gerade hier mitten im Spiel bin. Also jetzt in Teil 3, in den anderen ging es eigentlich vorher, aber ja. Wir haben nur 2 Minuten, also noch alles legitim. Die Dunkelheit hat mich versprochen. Das Artefakt. Wie in Brysons Büro. Weg da, ich kann schießen. Zu. Oh. Verdammt. Was soll mein Proteano dazu? Wo ist er überhaupt hin? Da ist er ja. Commander, kommen Sie schnell! Was haben Sie? Dieser Mensch war nicht Garno, sondern der hier. Und er ist schon eine Weile tot. Er hat sich gerade noch bewegt. Leviathan kann also Bryson töten lassen, diese Kolonie übernehmen und alle als Marionetten benutzen. Vielleicht ist er Leviathan der Urreaper. Verschlüsselte Daten. Und ein persönliches Log mit 8 verpassten Anrufen einer gewissen Dr. Anne Bryson. Anne Bryson? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ich bin Commander Shepard. Alles in Ordnung? Ich glaube schon. Ich fühle mich komisch, aber in Ordnung. Kennen Sie Garno? Können Sie mir irgendwas darüber sagen, was hier passiert ist? Nicht wirklich. Ich erinnere mich, es war kalt. Ich erinnere mich an das Gefühl, kalt und dunkel. Okay. Wenn dunkel ein Gefühl ist, habe ich genau das gespürt. Was ist hier passiert? Können Sie mir irgendwas darüber sagen, was hier passiert ist? Nicht wirklich. Das hatten wir doch gerade. Wenn dunkel ein Gefühl ist, habe ich... Erkennen Sie diesen Mann? Darauf habe ich eigentlich zuerst geklickt, deshalb war ich gerade kurz verwirrt. Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Jemand hier hat ihn getötet. Jemand hier? Wie ist das möglich? Es tut mir so leid. Dieses Artefakt, wissen Sie, woher es kam? Es kam aus der Mine. Genau. Die Zentrale sollte jemanden schicken. Und an mehr kann ich mich kaum erinnern. Naja, wieso war das abgesprochen? Also es war ja auch ein Text. Können Sie das Shuttle herbringen? Positiv. Sehr seltsam. Vor ein paar Minuten sind die Reaper-Streitkräfte einfach abgezogen. Reaper? Was ist ein Reaper? Welches Jahr haben wir Ihrer Meinung nach? 2176. 2176 war vor 10 Jahren. Was? Arrangieren Sie für diese Leute eine Evakuierung in vorübergehende Quarantäne. Wenn diese Leute so lange nichts mitgekriegt haben, wird das ein ziemlicher Schock. Ja. Also ab wieder zu Brysons Labor oder was? Leviathan hat wohl die Macht, einen Reaper auszulöschen. Und er kann andere indoktrinieren. Glauben Sie, er ist in Wahrheit ein Reaper? Ich will mehr wissen. Wenn er ein Reaper ist, will ich wissen, was er vorhat. Wie lange ist er schon da draußen? Und noch wichtiger, warum?
Edie, haben Garnots Notizen etwas ergeben? Ja. Garnot hat wohl einen Weg gefunden, die Gedankenkontrolle durch das Artefakt zu blockieren. Das Artefakt scheint der Schlüssel zu sein. Sieht so aus. Wenn ich wieder in Brysons Büro gehe, sind Sie dabei. Jawohl, Commander. Ich will wissen, was zum Teufel diese Artefakte wirklich sind und was sie können. Was auch immer. Sie sind jedenfalls viel zu gefährlich. Und eines davon liegt direkt hier, mitten auf der Citadel. Naja, hier, wir sind gerade irgendwo. Galaxiekarte. Mahavid verlassen. 100% der Aktivposten. Das heißt nach Baylor. Das heißt, die Reaper müssten doch eigentlich wieder abgelassen haben. Zumindest. Jetzt. Hier nach der Mission, aber vielleicht so für das ganze System, weil wir jetzt hier entkommen sind. Einheiten, das klingt gut. Fast voll geworden. Tschüss, meine guten Freunde. Reaper Umgang. Okay. Logisch und Halbmond Nebel, Ismail-Grenze, Minos-Ödland. Apien-Grenz, Petra-Nebel war nur die Dings von. Da kommt anscheinend irgendwas hin, wie es aussieht. Da auch. Diplomat-Treff, das machen wir als nächstes. Jetzt fliegen wir erstmal zur Citadel. Haben wir eigentlich noch was zu tun, außer jetzt. Ne, nur zu Dr. Brysons Büro zurückkehren. Dr. Brysons Labor. Ja, ich weiß, Gruppenbildschirm, bla bla bla. Hast du was an, Edi? Wir müssen das Artefakt, das Sie hier haben, sofort abschirmen. Mit Garnots Daten sollte ich das ohne Probleme schaffen. Das verdammte Ding war die ganze Zeit hier. Warum sind wir nicht betroffen? Vielleicht ist der beim Artefakt verbrachte Zeitraum der Schlüssel. Nach einer bestimmten Zeit erhält Leviathan eine beeindruckende Fähigkeit zur Gedankenkontrolle. Aber ist Leviathan ein Verbündeter? Ich finde das extrem gefährlich. Brysons Assistent wollte mich töten. Wollte er? Vielleicht hat Leviathan ihn kontrolliert, um sich zu schützen, Leute von seiner Spur abzubringen. Mag sein. Das zeigt nur, dass wir noch nicht wissen, womit wir es zu tun haben. Trotz des Risikos bleibt das Artefakt unsere einzige Verbindung zu Leviathan. Vielleicht finden wir hier im Labor mehr Informationen darüber. In Ordnung. Vielleicht hat Brysons Team etwas entdeckt, das wir übersehen haben. Ich schaue mich um. Gut. Gruppenbildschirm Punkte verteilen. Boah, ich habe 4 Punkte und Edi hat auch noch ein paar Punkte. 4 Punkte, damit könnte ich glaube ich das hier oder das hier machen, aber ich warte erstmal noch. Okay, hier Garnos Scheiß. Gucken wir uns das mal wieder alles an. Brysons Assistent, Hadley. Gibt's was Neues über seinen Zustand? Er ist im Wachkoma. Die Ärzte glauben, der Status ist permanent. Aber die Bergarbeiter haben sich nach der Zerstörung des Artefakts erholt. Hadley verlor das Bewusstsein, als er ihre Fragen über Leviathan beantworten wollte. Es könnte der absichtliche Versuch gewesen sein, ihn dauerhaft zum Schweigen zu bringen. Leviathan will also nicht gefunden werden. Edi, an welchem Projekt hat Garnot gearbeitet, als er das Artefakt gefunden hat? Basilisk. Haben Sie etwas über Basilisk? Mehrere Schiffe, eine mythische Kreatur und einen seltenen Feind mittleren Grades in dem Videospiel Galaxy of Fantasy. Er verfügt über einen Blickangriff, der synchronisierte Kills auslösen kann. In den Spielerforen gilt er als zu stark. Ich meinte das Projekt, Edi. Oh. Also, nein. Der Basilisk. Gut, dann gucken wir erstmal, was da auf dem Tisch liegt, was wir sowieso machen sollten. Oder gucken, wie hier nochmal hört. Das ist ein Teil der Sovereign, das wissen wir ja schon. Hier oben liegt nichts mehr, oder? Das Bild haben wir schon benutzt.
Eine Nachricht von Dr. Brysons Tochter Anne. Laut meinen Informationen hat sie für ihren Vater gearbeitet. Ja, ihr hat ja vorher keinen Anzug an, oder? Sie hat nur so eine Lackierung. Wollte Garnou auf der Asteroidenkolonie kontaktieren. Sie scheint etwas über das Artefakt zu wissen. Sie sind Schwierigkeiten. Völlig zu Recht, wenn Reaper-Truppen im Anmarsch sind. Hoffentlich sind wir vor ihnen bei ihr. Sie sagte, sie sei im Pylos-Nebel beim Projekt Scarabeus. Es gibt in diesem Cluster mehrere Systeme. Ich rufe den Nebel auf der Galaxiekarte auf. Wir könnten auch das Labor nach Hinweisen auf ihre Position durchsuchen. Gut, hoffentlich kann jemand noch mit den Teilen da hinten interagieren. Weil ich dachte, das mache ich erst später. Zugangskarte, was die wohl öffnet? Den Ausrüstungsschrank. Den Daten zufolge wurde er zuletzt von Anne Bryson benutzt, um Ausrüstung für das Projekt Scarabeus zu erhalten. Ist das der Ausrüstungsschrank? Wollen doch mal sehen, was Anne Bryson für das Projekt Scarabeus angefordert hat. Schon wäre Schwerbeklinge. Universalklinge. Keine Atemmasken. Wasseraufbereitungsgerät? Basierend auf dem, was Anne Bryson angefordert hat und was nicht, war die Ausgrabungsstätte trocken, aber bewohnbar. Geben Sie mir einen Filter für Systeme mit kompatiblen Planeten. Okay, den Rest können wir uns nicht angucken. Was haben wir denn noch hier? Der ist immer nicht relevant. Was ist mit der kriminellen Aktivität im Pylos-Nebel? Da das Gebiet zur Attika-Traverse gehört, sind die Berichte bestenfalls unzuverlässig. Mhm. Ein PDA? Könnte es sein, dass Projekt Scarabeus etwas mit Element Zero zu tun hat? Unwahrscheinlich. Der Projektausrüstungsschrank ist vielversprechender. Irgendeine Verbindung zwischen Projekt Scarabeus und diesen unerklärten Kreaturensichtungen? Außer Leviathan selbst? Nicht. Was mit der Sovereign? Die Reaper. Hoffentlich finden wir Anne vor ihnen. Können Sie das identifizieren, Edie? Es stammt von einer Prä-Raumfahrtkultur, aber davon gibt es im Pylos-Nebel keine. Oho, ein Badezimmer. Okay. Das können wir nicht lesen, warum auch immer. Man kann also duschen gehen, sehr gut. Okay, lesen wir den PDA. Einsatztruppe Aurora, aktuelle Reiseanforderungen. Projekt Basilisk, Garnou, Alex, MSV Kirkwall, Projekt Scarabeus, Teamleiterin Anne Bryson, MSV Icarus. Anne Bryson war auf einem Schiff namens Icarus. Können Sie seine Bewegungen verfolgen? Nein. Die Reaper stören alle zivilen Kombaken. Aber vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir die Spezifikationen des Schiffs kennen. Hier sind Spezifikationen für mehrere Schiffe. Wir brauchen die Icarus. Nach welchem Schiff suche ich gleich nochmal? Nach der Icarus. Wir suchen nach der Icarus. Die Icarus. Und weiter geht's. Ich dachte, ich kann alle Schusspläne mitnehmen. Das Schiff hat verbesserte Zellen zur elektrostatischen Entladung, wie man sie bei langen ÜLG-Flügen einsetzt. Also sind sie über ein Massenportal zum Pylos-Nebel gesprungen und dann in ein anderes System weitergeflogen. Ja, denn sonst hätten sie ein günstigeres Schiff gechartert. Okay, dann können wir das Portalsystem ausschließen. Okay, Schiffspläne.
Gibt es hier sonst noch irgendwas? Vielleicht draußen noch? Ich glaube zwar ehrlich gesagt nicht, aber man kann ja mal gucken. Und noch hier die schönen Dings genießen, die Aussicht. Auch wenn ich es da hätte ein bisschen detaillierter gestaltet hätten können noch. Finde ich jetzt, dass es vielleicht noch ein paar Leute sind, dass man da irgendwie sieht, dass es ein bisschen nicht hochdetailliert sei, also hochauflösend 4K-Texturen. Aber es sieht schon ein bisschen zu trist aus, sage ich mal. Okay. Im Schlafzimmer vielleicht noch irgendwas. Gucken wir erstmal hier nochmal, ob wir hier noch was finden, wenn wir gerade vorbeigehen. Gibt es in Anne Brysons Berufsleben Hinweise darauf, wo sie sein könnte? Nichts Relevantes. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, 3 Filter. Müssen wir gucken, was wir da machen können. Die hat doch nicht die ganze Zeit so einen Anzug an, oder? Sie hat so eine Bemalung, die etwa aussah wie ihr Anzug, aber der ist jetzt neu. Oder irre ich mich gerade komplett? Das ist ein Experiment. Aufgrund der Suchdaten muss es eins von diesen beiden Systemen sein. Den Daten zufolge bleibt nur ein System als Möglichkeit übrig. Gut, holen wir Anne Bryson. Gut, dann machen wir das. Müssen wir noch was machen? Anscheinend nicht. Oder? Keine neuen. Okay, gut. Obwohl, war da was Neues? Ich glaube, sie sind jetzt anders geordnet, aber nee. So. Ab zum Pylos-Nebel. Wir machen jetzt erstmal Projekt Leviathan fertig, würde ich sagen. Das heißt, wir müssen jetzt theoretisch unten rechts rauskommen, oder? Signal bestätigt. Das ist nicht gut. Isale. Was haben wir denn hier Schönes? Jupiter-Abhandlung. Okay, da haben wir 50%. Ich habe etwas gefunden. Flugumlaufbahn Sineos. Strahlungsschild und Mantelung. Okay. Da haben wir noch ein bisschen Sprit. Tanken wir mal, würde ich sagen. Das haben wir fertig, dann können wir jetzt direkt nach hier oben die Ausgrabungsstätte scannen und dann sonst nochmal weiter gucken, was wir da sonst finden. Signal bestätigt. Thank you.
Ja, super. 350 für diesen kleinen Weg, danke. Okay. Namakli. Trockener Planet. Der Pyrenäer Corporation. Watcher-Arbeiterin. Falls ihr lesen wollt, hier, ich glaube, ich habe ein bisschen über viel übersprungen. Scanner starten. Suche erfolgreich. Auf den Scans sind einige abgeschirmte Habitate sowie ein aktives Energiefeld zu sehen. Zur Bestätigung ist eine genaue Untersuchung erforderlich. Wir haben Anne Brysons Ausgrabungsstätte lokalisiert. Warum kam mir sowas? Ich meine, es war doch klar, dass wir da landen müssen. Diesmal nehmen wir Liara und Javik mit. Weil Javik ist anscheinend ziemlich interessant. Durchschlagsmal, Präzision. Nahkampfschaden, ich glaube, die benutzen gar keinen Nahkampfschaden, oder? Stabilitätsdämpfer. Ist ganz cool bestimmt. Und ein Gewehr, so ein Ding gebe ich noch für den Rückstoß. Pistole. Ja, keine Ahnung. Ist schon richtig so. Liara hat gar nichts? Ihr Gewicht ist ja für sie egal, glaube ich. Aber da sehe ich gerade, dass ich hier an meine, anstatt diese komische Dingens, dass ich hier lieber das hier. Das kann ich nicht, weil ich ultraleicht habe. Meine Güte. Schade. Sonst hätte ich das benutzt, weil ich will halt ultraleicht haben, weil ich auch meine Kraft auch gerne einsetze. 4 Punkte. Das ist 25 wieder. Ich hätte pure Biotiko machen sollen, das wollte ich hier machen, weil der, egal. Ich kriege noch ein paar Punkte bestimmt. Wir wissen, dass eine Gruppe von Wissenschaftlern angegriffen wurde. Weitere Informationen? Richtig. Edi, können Sie uns mehr sagen? Das ist das Hauptlager einer Reihe von Ausgrabungsstätten, die Dr. Garrett Bryson eingerichtet hat. Die Leitung des Projekts hat seine Tochter Anne. Sie hat vor kurzem klingt gut. Wir hinken hinterher. Ja. Der Angriff bedeutet, dass die Reaper uns einen Schritt voraus sind. Wir müssen uns beeilen. Und da Brysons Tochter unsere einzige Spur ist, haben wir ein klares Ziel. Cortez? Bislang nichts, Commander. Wenn sie da unten ist, hat sie auf unsere Funksprüche nicht geantwortet. Aber ich empfange seltsame Signale. Moment. Das Artefakt, das sie entdeckt hat, könnte Probleme gemacht haben. Wer weiß, was wir finden werden. Wer weiß das schon? Okay. Bringen Sie uns näher ran. Verstanden. Ja, guck mal, das sind riesige Fliegeviecher. Hoffentlich keine Reaper-Fliegeviecher, die sind doof. Hier sind Feinde! Bringen Sie uns rein. Commander, auf der Landeplattform! Das ist sie! Achtung, Schatte! Hier spricht Dr. Anne Brysson. Wir werden angegriffen! Rüber. Negativ, zu heiß. Fliege untere Plattform an. Festhalten. Jetzt. Los. Springen. Wir müssen weiter, Commander. Das ist keine Ausgrabungsstätte. Das ist ein Kriegsgebiet. Bewegung. Sie ist irgendwo über uns. Hallo? Ist da jemand? Ja. Nein, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Es ist zu gefährlich. Wir kommen zu Ihnen. Na, wir sind nicht von Allianz Navy, wir sind ein Spectre. Verstanden. Wir sind unterwegs.
Kann ich hier nicht runtergehen? Oh, ich weiß nicht, wo ich lang gehen darf. Ich hasse, wenn es so zwei Wege gibt, der eine einfach wegfallen könnte, wenn man sich irgendwie zu viel Zeit lässt. Und dann irgendwie Items verliert. Und das hasse ich ja. Die kennt scheiß Verteidigungsanlage hier? Selbst so ein scheiß Labor sollte doch mitten im Weltraum irgendwo was haben. Obwohl die erst nicht komplett durchgedreht ist wegen diesem scheiß Artefakt. Ja, Kräfte kann ich während meiner Abklingzeit, ich weiß. Aber ich spam sie trotzdem schon mal. Ha! Dumme Drecksviecher. Bambuselet. Vorsicht! Ich habe es satt, dass die Reaper das immer wieder machen. Weiter. Suchen wir einen anderen Weg! Gut, ich weiß ja, wo ich lang muss. Ah, oh, da haben die einen Reaper an die Wand gemalt. Dass die Reapers immer wieder malen, das haben die jetzt zweimal insgesamt gemacht. Auch wenn du 50.000 Jahre alt bist, ist die ganze Zeit geschlafen. Und in der Zeit haben die Reapers einmal gemacht jetzt. Für dich und jetzt einmal bei uns. Also, so oft machen die das gar nicht. Okay, ich kann hier also nicht runterschießen. Schade. Wo darf ich denn jetzt lang? Bin ich gerade verwirrt. Das sieht kaputt aus. Ich glaube, da komme ich nicht hoch. Muss ich wahrscheinlich da lang sogar. Okay, jetzt bin ich ehrlich gesagt wirklich verwirrt. Ah, hier hoch, ich dummer Vollidiot. Vielleicht kommen gleich 100 Gegner und ich habe sie jetzt einfach umsonst gesprengt. Okay, hier sind Hürden mal da rein, dass die von den Reaper angegriffen werden. Die Steuerung funktioniert nicht. Jemand muss sie reparieren. Jawohl, Commander. Die Verdrahtung hat versagt. Dauert einen Moment. Na, natürlich habe ich einen Fehler gemacht. Vor allem er macht ja sogar keine Ahnung von unserer Technologie. Er konnte aus einer überlegenen Dings, aber. Aber von unserer hat er doch gar keine Ahnung. Ich hasse Banshees, ey. Die Brücke ist oben. Danke. Bewegung! Der Fahrstuhl kann nicht weit weg sein. Ja, du sollst auch schon runtergehen, aber ich wollte direkt runterrutschen und nicht einen Schritt nach hinten machen. Nichts, okay. Dumme Husks. Ich sehe den Fahrstuhl, Commander. Alles klar. Danke, Jarvik. Ich sehe ihn auch. Anne, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Gibt es einen anderen Weg nach oben? Ich öffne die Kapseltür in Ihrer Nähe. Darüber befindet sich ein Zugangspunkt, Commander. Aber dorthin müssen Sie klettern. Verstanden. Schön. Aber, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wie es weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.